Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Königin Alisia von Italien, 48 Jahre alt, exkommuniziert und ehrlos. Eine Frau, wie wir sie hier noch nie gesehen haben. Sie ist arrogant, sie ist hinterlistig, sie ist lüstern. Mit anderen Worten, sie ist jetzt kein besonders sympathischer Mensch, sag ich mal. Sehr verführerisch auf jeden Fall, aber naja, nicht besonders sympathisch eigentlich. Und vor allem sehr verschlagen. Sieht man auch hier an ihrem Ausbildungstrade. Flüchtiger Schatten, das ist die höchste Stufe. Also sie hat ordentlich was auf dem Kasten, wenn es um Intrigen geht. Kann man anders nicht sagen. Bei allem anderen, gut, die Verwaltung geht ganz gut, aber ansonsten ist sie nicht besonders bewandert in allen möglichen Sachen. Sie hat 7 Kinder zur Welt gebracht, durch ihre hohe Fruchtbarkeit. Darunter 2 Söhne mit ihrem neuesten Mann, der ist rund 20 Jahre jünger als sie. Reine Vernunft-Ehe, aber immerhin 2 Söhne sind dabei entstanden. Und diesen einen Sohn, den müssten wir mal langsam verloben. Er ist 9, also an sich hätte man noch ein bisschen Zeit, aber ich habe mir gedacht, diesmal machen wir das Ganze mal ein bisschen früher. Leider gibt es nicht besonders viele, ja, ich sag mal, passende Partien für ihn. Weil die alle nicht wollen, weil wir schon so viele Bündnisse haben. Deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich es vielleicht doch nochmal sein lasse. Ich meine, er ist erst 9. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren das ein oder andere Bündnis hier auch wieder rausfällt und wir dadurch dann wieder andere Partien bekommen würden, ist doch recht hoch. Denn einige unserer Bündnisse sind mit sehr alten Leuten. Der hier ist 76, verheiratet mit unserer Tochter. Sie ist schwanger zum zweiten Mal. Ja. Weiß gar nicht, wo die landen würden, wenn die nicht mehr verheiratet sind. Sehen wir dann. So. Die Erzkönigin hat das natürlich nicht leicht, denn Frauen auf dem Thron geht ja gar nicht, so nach dem Motto. Erschwert dadurch eben auch, dass sie exkommuniziert wurde, durch irgendeiner ihrer Vasallen hatte das angeleiert. Und der Papst hat natürlich wieder nur zu gerne das gemacht. Und bei ihr sehe ich nicht so richtig, dass sie das auch nochmal ändern will. Ich glaube, das ist ihr relativ egal. Sie hat minus 550 Frömmigkeit. Und das wird auch nicht mehr, es wird eigentlich immer nur weniger. Kommt durch ihre vielen Sünden. Ich sehe nicht, dass wir da irgendwie auf einen grünen Zweig kommen werden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sich sagt, naja, so viele katholische Herrscher sind es ja nicht. Es sind ja überwiegend Waldenser, die interessieren sich nicht für uns. Und wir hätten hier noch Lothringen vielleicht, aber muss uns nicht interessieren. Also das lassen wir. Viel größeres Problem ist, dass wirklich keiner unserer Vasallen uns irgendwie leiden kann, außer Herzog Rinaldo von Piemont. Das liegt daran, dass wir ihm einige Grafschaften verliehen haben. Und diesen Herzog, den würde ich jetzt doch gerne mal wieder in den Rat reinholen. Wir brauchen hier nicht wirklich einen Bürgermeister als Ratsverwalter, dann nehme ich doch dann lieber den Herzog. Der ist sowieso auch besser und das macht ihn glücklicher. Das heißt, er wird eher nicht rebellieren. Das ist mir wichtig. Bei den anderen, ganz ehrlich, ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Auch der Erzbischof sehe ich nicht so richtig, wie ich das hinkriegen soll. Er hat zwar ein bisschen Bonus durch Vormund unseres Erben, aber tja, also das ist schon recht schwierig. Und erschwert wird die Sache auch noch dadurch, dass wir hier ständig in irgendwelche Kriege unserer Verbündeten reingerufen werden. Das ist halt klar, wenn man das macht. Trotzdem, wir werden da natürlich jetzt auch helfen. Die Truppen können wir also schon mal ausheben. So, was gibt es noch? Wir haben Gefangene. Da würde ich gerne mal im Kerker rumgucken. Wir haben hier zum Beispiel eine Eula auf Hohenau. Die werden wir mal freikaufen lassen. Dann haben wir hier einen Geil, nordisch, klumpfüßig, Furtner. Kampfgeschick, ich weiß nicht. Aber er ist auch lüstern. 35, ja, vielleicht finden wir ihn ganz attraktiv. Wir würden ihn mal bekehren. Ja.
wir lassen die mal bekehren. Wir sind jetzt zwar an sich nicht besonders christlich, aber ich finde jetzt, man muss jetzt nicht unbedingt den nordischen Glauben am Hof noch haben. Das muss nicht sein. Hier haben wir einen Grafen von Nisa, der ist hier oben. Den können wir, glaube ich, auch mal loswerden. Gibt auch 50 Gold. Dann haben wir hier einen Bürgermeister. Wo ist das? Ach, das ist hier irgendwo in Meeren. Das interessiert uns auch nicht. Er kann auch freikommen. Anselmo di Monferrato. Ach so, ja, das war dieser eine Bauernführer. Wir hatten ja auch eine Bauernrebellion gegen uns. Der hat natürlich überhaupt kein Gold. Ist also recht sinnlos, ihn zu rekrutieren. Ich meine, er ist kein guter Kämpfer. Er wäre immerhin ganz, also er wäre hier ganz gut in Kriegsführung. Weiß nicht. Ihn hinrichten, aber das würde uns Frömmigkeit kosten und wir haben ja gar keine Frömmigkeit. Deswegen bleibt er jetzt einfach noch im Kerker. Und dann haben wir noch ein paar Grafen hier. Er wird hier drin bleiben. Der hat eine zu schlechte Meinung von uns, der wird nur Ärger machen. Francesca, seine Tochter oder Enkelin, werden wir mal freikaufen lassen. Bringt uns nicht viel, aber immerhin etwas. Und auch den von Nizza lassen wir hier drin. Denn wir haben noch eine andere, eine große Fraktion, die uns Ärger bereiten kann. Und da habe ich mir jetzt mal was überlegt. Also wichtig ist, dass wir hier ein paar Leute rauskicken. Und zum einen würde ich gerne den Oberbürgermeister Isnado von Pisa mir mal anschauen und würde mal hier ein Druckmittel fingieren. Das können wir, weil wir ja solche, so gute Ränkeschmiede sind. 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Damit können wir ihn vielleicht hier rauskriegen. Wie gesagt, großes Vielleicht. Ja, dann haben wir Herzog Carlo von Friaul. Und bei dem haben wir tatsächlich ein Druckmittel, ist mir aufgefallen. Und wenn ich das jetzt erpresse, dann müsste er eigentlich aus der Fraktion ausscheiden. Das machen wir also. So, dann haben wir hier noch einen Vorzug. Und da werde ich natürlich jetzt erstmal das im Dreck wühlen hier nehmen. Geheimnisse aufspüren, Fortschrittstempo, das ist auch von Vorteil für uns. Ich könnte nämlich auch parallel noch versuchen, bei jemandem ein Geheimnis aufzuspüren. Vielleicht beim Herzog von Emilia. Wobei wir natürlich auch gerade bei ihm versuchen, irgendwie die Meinung hochzukriegen. Vielleicht nehmen wir erstmal den von Graubünden. Ich meine, der ist 18. Wie viele Geheimnisse kann der schon haben, ne? Oder wir probieren es parallel nochmal bei dem von Pisa, so nach dem Motto, doppelt hält besser. Wo ist denn sie? Sie soll mal Geheimnisse aufspüren in Pisa. Der hat bestimmt Dreck am Stecken. So. Noch eine Sache. Wir haben natürlich zu viele Domänen. Das liegt auch daran, dass wir Florenz gerade haben. Und da würde ich gerne abwarten, bis sich hier diese Kriege entschieden haben. Die haben hier gerade sehr viele Kriege. Ist ein bisschen verworren. Also er ist der Herzog Dusin von Toskana aus dem Geschlecht unseres Ex-Mannes, aus den Wilhelminen. Und er stattlich sehe ich gerade und Spindeldür. Naja. Er hat zwei Kriege, nämlich verteidigt er gegen den Krieg von Graf Meinhard von Arezzo, also diesem hier, Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Dusin. Der läuft auch schon seit 5 Jahren, der Krieg, aber es sieht irgendwie nicht gut für ihn aus. Er hat ja auch nur noch 20 Mann, also da wird nichts bei rumkommen. Und er hat einen anderen Krieg, bei dem er interessanterweise eigentlich sogar im Gewinnen ist. Nämlich gegen Herzog Giacinto von Ancona, der seinen Anspruch auf das Herzogtum Toskana durchsetzen möchte. Ich hatte schon versucht, das irgendwie zu beenden, aber das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich bräuchte ich dazu ein Druckmittel, um das hinzubekommen. Auf jeden Fall, dieser Krieg sollte eigentlich gar nicht stattfinden, denn wir haben eigentlich die hohe Lehnsautorität und eigentlich dürfen die sich gar nicht mehr bekriegen, aber sie machen es halt trotzdem. Frecherweise. Und der von Arezzo wiederum,
Der Graf, der hat außerdem noch einen Bauernaufstand gegen ihn, der für ihn im Moment nicht gut aussieht. Also, ich bin mal gespannt, wer hier am Ende dann als der Herzog rauskommt. Das könnte sehr interessant werden. Wir könnten hier jemand einkerkern, aber das machen wir nicht. Titel vergeben, ja, das weiß ich. Wenig Kontrolle. Ja, da sind wir ja noch dran. In allen möglichen Grafschaften von uns. Wir könnten Titel schaffen, wenn wir Geld hätten, und wir könnten Krieg erklären, aber wir sind ja nicht wahnsinnig. So, jetzt warten wir erstmal ab, was jetzt passiert. So, da gibt's Lösegeld. Wir haben ein Druckmittel erhalten. Und jetzt, genau, hat er die Fraktion verlassen. Sie können kein Ultimatum mehr stellen, weil sie jetzt zu schwach sind. Das verschafft uns doch dann eine Atempause. So, da die ganzen Lösegelder kommen rein. Das gibt uns ein bisschen Geld. Ihr wisst ja, Geld ist eins unserer großen Probleme hier. Gerade im Krieg haben wir hier wahnsinnig hohe Ausgaben. So. Und was müssen wir, gegen wen kämpfen wir jetzt eigentlich? Wer ist denn eigentlich unser Feind? Ach, die. Okay. Gut, dann laufen wir da jetzt mal hin. Wir werden jetzt das hier mal belagern, denke ich. Vielleicht erwischen wir die Armee bei der Gelegenheit noch, aber erstmal laufen wir dahin. So. In den Krieg rufen. Was hat er denn jetzt hier? Der Herzog von Burgund hat einen Krieg angefangen. Grafschaft von Forres gegen Aquitanien. Ist er denn wahnsinnig? Aber schon wieder Ruhm verlieren? Ja, gut, wir nehmen das an. Jetzt könnte ich schon wieder hier das Ultimatum stellen. Woran liegt denn das jetzt wieder? Woran liegt das? Die haben anscheinend wieder mehr Truppen bekommen. Ich weiß nicht wie. In 25 Monaten können sie uns ärgern. Gut, dann hoffen wir, dass wir irgendwie an Druckmittel rankommen oder an Geheimnisse, mit denen wir Leute davon abhalten können. Beatrice wird erwachsen. Sie ist verlobt mit Nicolas Toulouse Alvi. Erkenntnisreicher Denker. Gut, sie hat immerhin ein bisschen was in Bildung drauf. Das ist schön. So. Wer steht denn hier? Können wir die mal? Die werden wir jetzt zuerst angreifen. Jetzt hauen sie natürlich ab. Kann ich hier hin? So. So bekomme ich sie. So, diese Armee haben wir komplett zerstört. Das ist doch mal schön. Dann geht's jetzt weiter. Wir werden aber auch nicht. Was ist annulliert? Geisenhauischer Anspruch auf Grafschaft Salzburg ist vorbei. Königin Alicia kontrolliert keine der Anspruch Grafschaften mehr. Hä? Anscheinend hat der hier gerade seinen Krieg gewonnen. Nennt sich jetzt. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Okay, Moment, ich muss mir das gleich anschauen, Leute. Turnierprobleme. Ja, das Turnier verschiebt sich. Wir kennen das schon. Herzog Carlo und ist unausstehlich. Wir können ihn jetzt entweder zu unserem Rivalen machen. Das würde allerdings auch an der Meinung nichts mehr ändern. Wir versuchen irgendwie an Geheimnisse zu kommen. Was machen wir denn? Also ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass sie ihn in die Pferdetränke schubsen würde. Ich weiß auch nicht, wie sie als Frau das so hinbekommen will. Ich glaube nicht, dass es klappen würde.
würde sagen, wir versuchen wieder hier an Geheimnisse ranzukommen. Weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. So, und was war das jetzt eben? Also der Herzog von Kärnten, der hat Verona geerbt. Ja, auch das kann passieren. Dem gehört jetzt auch Padua. Und außerdem hat er diese Grafschaften da oben alle erobert. Und das macht ihn zu einem unglaublich mächtigen Mann. Jemanden, den wir unbedingt im Blick behalten sollten. Derzeit ist er verschreckt von uns. Also er wird sich niemals gegen uns stellen, sagen die zumindest. Kann man nur hoffen, dass er nicht auf die Idee kommt, sich irgendeiner Fraktion anzuschließen, weil das wäre schon ein herber Schlag. Sie ist noch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Warum seine Verwandte Bernice? Das interessiert mich doch nicht. Nee. So, wie läuft's denn hier mit der Belagerung? 4 Monate braucht's noch. Und hier unten belagert auch irgendjemand was von uns. Linz. Okay. Also ich fange jetzt schon an, ein bisschen zu bereuen, dass ich das hier weggegeben habe. Allerdings Verona wird ja an wen fällt denn das überhaupt? Giberto von Polisin fallen? Also, beide werden an den fallen. Haben die das geändert? Jetzt auch bei Erbteilung. Ach so, die haben das Erbrecht verändert, offenbar. Okay. Na gut. Gut, aber es ist wahrscheinlich eh nur eine Frage der Zeit, bis hier einer mal rebelliert und dann können wir hier wieder die Ordnung herstellen. So, diese Belagerung ist unser. Wir gehen mal hier runter. Was haben wir hier eigentlich noch wieder für einen Krieg bekommen? Freistädtlerische Eroberung der Grafschaft von Linz? Naja, ich glaube nicht, dass das besonders erfolgreich sein wird, wenn ich mich mit meinen ganzen Truppen einmische. Diese Herzogin Vratislava hier. Weiß nicht, ob die das überhaupt noch hinbekommen kann. Also immerhin haben wir ja wirklich viele, viele Truppen zerstört schon. Wir haben ihn nicht beeinflusst. Gut, das passiert halt manchmal auch. Jetzt marschieren wir erstmal hier runter. Erstmal werden wir uns natürlich immer um unsere eigenen Kriege kümmern. So, die hauen ab. Dann hinterher. Hier kriegen wir sie. Nein, kriegen wir nicht, weil sie jetzt wieder abgehauen sind. Aber hier kriegen wir sie. So. Warum sind wir denn so schlecht? Uns geht die Versorgung aus. Nee. Ach, ich weiß auch nicht. Keine Geheimnisse hier. Nee, sie soll weitermachen. So. Ganze Armee zerstört. Ich glaube, gegen Freistadt war das, wo wir jetzt Krieg hatten, ne? Wird das hier wieder zurückholen? 9 Monate? Nö, da habe ich keine Lust zu. Da soll sich jemand anderes drum kümmern. Wer ist er? Herzog Rinaldo. Ratskanzler Herzog Ugolino ist bereits einige Zeit bei mir zu Gast. Die Art, wie er sich in meinen Haushalt drängt, während er versucht, nichts weniger als sklavische Ergebenheit gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für eine Fürstin entsendet denn eine derart schreckliche Vertretung? Oh, na toll. So.
Druckmittel fingieren, barbarisch, aber effektiv. Die einfachste Lösung ist häufig die beste. Warum soll ich mich mit Intrigen und Manipulationen abmühen, wenn ich Oberbürgermeister Isnado einfach zwingen kann, in meinem Sinne zu handeln? Ein paar starke Männer und bedrohlich formulierte Briefe sollten da schon ausreichen. Akt der Tyrannei, ja, das machen wir nicht. Wir werden den Einfluss weiter aufbauen. Und hoffen, dass wir mal mit was Besserem ankommen. So, hier sind wieder Truppen unterwegs. Also dieser Krieg scheint auch überhaupt nicht zu laufen, aber das war ja zu erwarten, ne? Jetzt habe ich diese Baronie schon wieder geerbt. Was machen wir da? Homosexuell. Ja, was können wir da machen? Ich denke, ich werde einen Ritter vielleicht dafür einsetzen. Mal gucken, wen wir so am Hof haben. Berthold? Naja, überzeugt mich nicht. Er ist der Mann unserer Tochter. Ein Waldenser allerdings. Nee, das gefällt mir nicht. Roberto? Ja, warum nicht? Den könnten wir zum Baron machen. Der ist ein Experte für unwegsames Gelände. Wir vergeben ihm mal die Baronie von Monaco. Das dürfte ihm doch gefallen. Ja. Wir haben natürlich auch überall minus 20 Meinungen, weil wir über der Domänenschwelle sind. Achso, das hat er gleich mal plus 30 bekommen durch respektvollen Umgang. Cool. Mein Ratskanzler hier. Na? Hier sind Bündnisse ungültig. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass das passieren kann, dass wir nach und nach hier andere bekommen. Und ich denke, das werde ich dann auch bei der nächsten Pause dann nochmal nachschauen, ob es vielleicht neue Möglichkeiten für Bündnisse gibt, für wirklich starke Bündnisse. Und, ja. War jetzt nicht so merkwürdig. Er ist immer noch am Leben. Was haben wir denn jetzt? Achso, da haben wir noch einen Krieg. Genau, wir haben das hier eingenommen. Und deswegen können wir jetzt hier die Forderung erzwingen. Ja. Sehr gut. Wenigstens das haben wir. Dann werden wir jetzt nochmal hier hochmarschieren und versuchen, diese Armee zu erwischen. Und ich schaue mir mal kurz meinen Kerker an, ob ich da irgendwas habe. Moment mal, ich muss erst schauen, ob es irgendeinen wichtigen Gefangenen gibt. Nein, gibt es nicht. Also, können alle raus. Helena, Grismala, 10 Gold nur. Na gut. Ist vielleicht einfach nicht so viel wert. Da haben wir einen Grafen, der bringt uns wenigstens ein bisschen was. Ja. Erstmal die, die wir freikaufen lassen können, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Wenn auch nicht viel. So.
Ein Monat. Ja, 56 Tage. Ich weiß nicht, was bei denen ein Monat ist, aber... Das letzte Mal, als ich geschaut habe, war ein Monat eigentlich ungefähr 30 Tage. Die hat immer noch nichts. Nee. Aha, sie brechen es ab. Wohin laufen wir, wenn sie es abbrechen? Wir gehen mal hinterher. Hoffen, dass wir sie erwischen. Ja, werden wir auch. Werden sie einen entscheidenden Sieg und sie darben, okay. Aha, da ist die Verlobung erfüllt. Sie haben geheiratet und er ist jetzt auch bei uns. Das heißt, er ist dann irgendwann auch mal jemand, dem wir einen Titel geben können. So. Wieder eine Armee geschlagen. Die können wir nicht erwischen. Dann versuchen wir es mal auf dem Weg, ob wir sie irgendwie abfangen können. Ja. Das würde wohl klappen. Also der Krieg hier mit Aquitanien, der wird auf jeden Fall nach hinten losgehen. Da hat er jetzt einfach im falschen Moment angegriffen. Unser König hat große architektonische Expertise. Das finde ich gut. Und wir haben eine wertvolle Geisel gefangen genommen. Damit ist der Krieg durch. Wir haben nämlich die Oberhäuptling höchstpersönlich gefangen genommen. Ach, Mensch. So, wir wandern jetzt mal hier runter. Neuer Erzbischof, der billigt uns natürlich auch wieder nicht. Aber wir könnten ihm vielleicht unseren Sohn wieder, mein Kind unterrichten, unseren Sohn wieder andrehen. Der wäre auch gar nicht so verkehrt hier in Bildung. Das soll er mal machen. Verbessert die Meinung immerhin etwas. So, wird die jetzt diesen Krieg hier mal beenden? Ja, sehr gut. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Also dieses Problem haben wir schon mal erledigt. Und ich würde sagen, damit beenden wir die Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.